Na bitte, manchmal lohnt es sich, ein Ich bin so ungeduldig Video zu machen. Nämlich prompt kommt das Paket, auf das man gewartet hat. Wisst ihr, dass das Auspacken von eigenen Büchern, an denen man zumindest beteiligt war in diesem Fall, immer das Allerschönste ist? Eins, zwei, drei. So. Aussieht, brauche ich die Schere tatsächlich nicht. Oh, zu früh gefreut. Ich habe hier meine ganze Katzenbande schon um mich. Draußen im Treppenhaus war sogar der Nachbarskater und hat mir geholfen, das Paket entgegenzunehmen. Aber ich habe gesagt, ich mache nie wieder ein Katzenvideo ohne Tiertrainer. Knackfolie. Immer wieder schön. Es wird Ostern, Leute. Das erste Exemplar, das mache ich mir auf jeden Fall schon mal auf. Ein Autorinnen-Exemplar. Ist das nicht toll, dass das pünktlich wirklich zur Veröffentlichung da ist? Ich kenne das sehr häufig, dass die LeserInnen immer etwas bevorzugt behandelt werden und meine Bücher immer als letztes kamen, aber hier ist es. Ja, der Aschera Verlag kriegt das auf die Reihe. Guckt euch das an. Oh, es riecht so gut. Ja, die Anthologie heißt Die Katze, die Osterhase spielte. Hier ist dieses wunderschöne Bild, wo jeder von uns sich seine Gedanken zu machen konnte. Und ja, hier Mirjam Wiesemann, die abergläubische Ninette. Das ist aber nicht der ganze Titel. Moment. Die abergläubische Ninette und die Auferstehung des weißen Kaninchens. Das ist die erste Geschichte. Direkt danach kommt von mir Undercover aus Versehen.